Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Tag 8 unserer Expedition. Wir sind in Nuntala angekommen und wir sind nur noch circa 2 Tage von Lukla entfernt. Wir sind gut drauf. Ich denke, die ersten paar Tage, die haben uns echt abgehärtet und wir sind fit. Und wir kommen pro Tag auch weiter, machen weniger Pausen und haben jetzt auch das erste Mal seit 5-6 Tagen wieder Internetzugang. Das heißt, ich konnte heute wieder Familie und Freunde benachrichtigen. Falls ihr das seht, das ist der Tag gewesen. Und ja, wir ziehen jetzt weiter. Motiviert, schönes Wetter. Ich habe gestern mit den Kindern hier ein bisschen Fußball gespielt auf deren Schulhof. Kleine Sekunde. Say hello. Say hello. Say hello. He's a good football player. Wir ziehen jetzt weiter. Wir sind fertig. Los geht's, würde ich sagen. Jetzt mal, während wir unterwegs sind, zu filmen. Die Strecke von Nuntala runter ist jetzt aktuell die schwierigste und ekelhafteste Strecke, dadurch, dass die ganzen Esel von Nuntala aus Richtung Lukla wandern, um die ganzen Rohstoffe und Materialien zu liefern. Sind die ganzen Wege hier voller Matsch und Eselkot. Und ich kann auch den Weg hier selten ohne Poles runtergehen, weil es hier einfach so rutschig ist. Wir sind gerade auf dem Weg bergunter. Mal schauen, wie lange das noch so geht. Aber bald geht es auf jeden Fall sehr steil bergauf. Hello Friends, wir sind gerade in Dubing und wir merken, dass es schon sehr anstrengend ist, weil wir jetzt ungefähr fast 1 Kilometer bergauf gehen müssen. Wir machen relativ viele Pausen. Es fehlt heute irgendwie die Energie. Heute Morgen waren wir echt motiviert und wir sind auch schon circa 5-6 Kilometer unterwegs. Ja, jetzt hier auf dem Weg hoch, wir sind relativ niedrig bei 1600 Metern. Es ist steil nach oben und es ist heiß. Wir versuchen uns jetzt so weit es geht nach oben zu kämpfen. Ich denke noch so weitere 5-6 Kilometer bis nach Bubsa. Sind ungefähr noch 700 Höhenmeter. Hallo. Wir sind mittlerweile in Karikola angekommen. Also haben wir heute schon ein ganzes gutes Stück zurückgelegt. Ich glaube, wir sind jetzt fast 1 Kilometer hoch und auch am Anfang noch mal 700 Meter runter. Ich glaube, wir sind froh, wenn wir dann bald angekommen sind. Heute war irgendwie ein harter Tag. Da oben müssen wir lang, um nach Bubsa zu kommen. Das führt uns in Summe einmal hier um den Pfad herum. Und dann gehen wir hier hoch nach oben. Und dann sollte es das eigentlich auch gewesen sein für heute. Ziehen wir los, würde ich sagen. Andrew, let's do it. Let's do it. Okay, ich glaube, wir sind jetzt am Tiefpunkt angekommen. Also am tiefsten Punkt. Hallo! Ab, ab! Hi. Und von hier aus geht es jetzt den Weg hier hoch bis irgendwo da oben weiter. Und ja, ich glaube, das sind jetzt ungefähr noch 1,5 Kilometer, aber ungefähr 400 Höhenmeter. Das heißt, es wird steil. Hallo, wir haben es geschafft. Wir sind wieder auf einer nahezu Bergspitze. Wir sind jetzt wieder auf 2350 Meter Höhe. Wir haben jetzt in Summe heute circa 11-12 Kilometer zurückgelegt. Wir hätten nicht gedacht, dass wir es heute noch schaffen, da hochzukommen, weil wir uns am Anfang so schwach gefühlt haben, aber irgendwann hat es funktioniert. Und ich weiß nicht, hinter mir, ob ihr das Gebirge da oben seht, was verdammt hoch ist.
glaube, das sind schon fast so 7000 Meter. Und ja, wir haben es geschafft. Wir haben jetzt ein Zimmer. Wir essen später. Dann gehen wir wieder früh schlafen. Morgen früh geht's weiter. Und ja, ich würde sagen, Tag geschafft. Lasst ein Like da. Vergesst nicht zu abonnieren. Und wir sehen uns morgen.